Gegen wen kämpft Erdogans Armee in Syrien? Gegen die kurdische IPG, einen Ableger, der in Deutschland, aber auch in den USA als Terrororganisation verbotenen marxistischen PKK. Ihnen geht es gar nicht darum, den bewaffneten Konflikt zu beenden. Ihnen geht es darum, dass der türkische Angriff Ihren marxistischen Genossen von der PKK gilt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das auch zum Ausdruck gebracht haben, für alle sichtbar, dass Sie sich uniformiert haben, auch mit dem Schal. Allerdings finde ich das unerträglich, dass Sie das mit einem Schal gemacht haben, der in den 30er Jahren von einem glühenden Verfechter Hitlers eingeführt wurde als Uniformierung der Araber, die sich von den Juden abgrenzen wollten. Das ist hier nicht der Boden zur Schau, um zur Schau gestellten Antisemitismus hier zu bringen. Nun, wir kommen zurück zu Ihrem Pazifismus. Zu Ihrem angeblichen Pazifismus. Sie und Ihre Unterstützer finanzieren den Konflikt mit. Im Jahr 2015 hat die interventionistische Linke hier in Deutschland 100.000 Euro für Waffen gesammelt in Rojava. Ein Jahr zuvor hat die antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, im Rahmen der Spendenkampagne Waffen für Rojava, Solidarität mit der IPG, nach eigenen Angaben 119.000 Euro gesammelt für Waffenkäufe. Das ist Ihr Pazifismus. Dankeschön dafür. Sie finanzieren seit Jahren die Linksterroristen in Kurdistan mit. Mit Ihrem Geld werden Waffen gekauft, durch die hunderte unschuldige Menschen getötet werden. Liebe Freunde, wir sehen doch alle, dass die Diskussion um deutsche Panzer nur eine Ablenkung von dem eigentlichen Skandal ist.